Licht. Rotlicht an. Zack. Was habe ich denn da noch vergessen? Was ist das? Gain. Gain? Rote Lampe, die Gain anzeigt. Keine Ahnung. What habe ich denn vergessen? I don't know. Einfach mal ein bisschen und wenn dann guckst du, was kaputt geht. Ah ne, jetzt ist weg, okay. Komisch. Bereit. Oh, ich muss noch eben zwei Stab anrollen. Ich mach ein wenig schneller als es normalerweise getan wird. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Naja, easy hat er gepasst. Jetzt fliegen wir gegen 3 Su 27. Okay. Ready. Cool hoch. Und Abfahrt. Hier so. Ja, ein bisschen, also so 350 ist schon gut. Bin mir nicht sicher, wie ich gegen. Ah, so 27 auf dem RWR. Was? Ist der weg? Ist der hier nicht? Nur RWR nicht. So. Ja, aber. Ding, ja, der müsste ja aber auftauchen. Es ist 11 Uhr. Ja. Ich habe einen gedämpften Kontakt auf dem Radar. Ich nehme den jetzt auf 12 Uhr im RWR und dann die 27 jagen. Okay. Das ist der Typ, der mich abgeschossen hat. Rache. Noch nichts, aber ich habe kurz auf 160 gestellt sogar und habe nichts gesehen. Ja, aber da ist das Signal auch sehr schwach, ne? Ja. Kann ich mal kurz probieren. Ich mache einen tiefen Anflug. Ah, ich bin auf knapp 5000 Fuß. Eingejumpten Kontakt, zwei gejumpte Kontakte. Die kriege ich noch nicht. Ja, die waren aber rechts, sehr weit rechts, das ist definitiv. Welchen Kurs kriegst du? Ja, jetzt habe ich noch einen. 329 oder sowas. Ich kriege ihn in P51, nee, Pit. P51D dachte ich. Anzeigen. 21 nautische Meilen rechts vor mir. Ich dreh mal kurz dahin. Was ist gut? War ein Kontakt, um ihn gerade wiederzufinden und dann zu identifizieren. Ich müsste die. Anders ist in die Suche. Ein Freund, ein Feind. Wo, rechts von uns? Ja, rechts von uns. Ich fliege jetzt Richtung Norden. Ich hab einen Freund, einen Feind. Gejammter Feind. Mach meinen Jammer an. Ich auch.
sehe die. Zwei Freunde, ein Feind. Ich sehe es nicht. Fliegst du genau 0-0? Gleich 0-10, hab weiter gedreht, um die im Radar zu halten. Ei, Verbündete, ein Feind. Die Waffen sind scharf, Superfall für diesen bereit. Das machen wir nochmal bereit. Und das ist die MiG-15, also die ist die F-15 und keiner von denen kriegt mit, dass da ein Feind ist oder was? Du auf 10 Uhr aufgetaucht auf meinem RBR. Ich war lieber in die Richtung. Ja, zwei Su, das sind zwei Su, Koi. Bin aufgeschaltet. Kann nicht sein, dass ich die nicht mal sehe, wenn die mich aufschalten. Na ja, guck mal oben und unten. Mach ich gerade schon. Ja, vorhin sogar schon. Freund, wieder Freund. Sehr nah vor mir. Bist du das? Ja, ich bin vor dir. Also ich darf vor dir sein. Ich hab mich gerade schon aufgeschalten, die muss ich doch sehen können. Der 15 ist jetzt auch auf dem RBR. Der M2000 hinter mir auf dem RBR. Oh, bin ich echt hinter dir? Ja, aus. Ich gedacht, ich hab ziemlich schnell gedreht. Ich 320 direkt auf die Sus zu. Na, ich 325. Ich habe eine M2000 auf meiner 6 Uhr. Ja, du bist neben mir, du bist auch ungefähr 430 Fuß, ne? Ja, bin jetzt wie so ein 600 bin ich. Ja, dann bin ich rechts von dir. Du bist da direkt hinter meinem. Auch sonst. Direkt hinterm. Jetzt sind die weg? Ja, naja, da hinten sind Berge überall, ne? Oder. Ja, also. Die ist so weit. Ich glaube nicht, dass sie so weit weg sind. Die hat mich vorhin schon aufgeschaltet vor ein paar Minuten oder so. Die perfekte Formation eigentlich jetzt. Wie weit auseinander können sie nicht beide von uns gleichzeitig engagen. Ja. Ich habe es den Tag auch das erste Mal geschafft mit der MiG 21. In Nevada so tief geflogen, dass ich den Sand aufgewirbelt habe. Hm, da musst du schon verflucht tief fliegen, ne? Ja. Ich, meine 3 Uhr Position, rauchendes Flugzeug. Ich dreh mal hin und guck mal, was da los ist. Da 150 Fuß. Kontakt. 2. Recht nah dran. Nein, oh! Jo, ich hätte fast das Wasser berührt. Ich habe zwei Freunde noch. 15 Meilen entfernt. Ich mach die Super 530 scharf. Die sind nicht auf dem RBR, die sind aber auf dem Radar. Genau 340. 340. Ja. Deine 6 etwas tiefer als du. Alles klar. Weil ich sehe nur Freunde. Tauchen wir nochmal kurz. Mein Radar ist fast ganz nach oben ausgerichtet, so weit, fast so hoch es geht. Okay. 8,5. Ja, nee. Freund, da, alles klar. Einen habe ich. Genau über uns, die Contrails. Ja, alles klar. Ich nehme den hinteren. Ich nehme den vorderen. Ja. Und Fox. Foxborn. Flash. Hey, hallo? Wie seltsam aus. Bis die getrackt hat. Komm, ich bin so nah dran. Nimmst du Magic? Box 2. Ja. Bin ich gespielt, ich bin auch hinter ihm. Ah, ich bin hinter der Wolke, ich sehe es gerade nicht.
kriege aber noch ein Stück näher ran. Ich bin auch gleich. Da ist noch eine Su-27 irgendwo in der Nähe. Ich mache jetzt. Ich Fox 2. Fox 2. Schon. Ja, sicherheitshalber. Sicher. Die Beine tot. Splash. Splash. Fick dich. Wo ist dann eine Su-27? Bei mir. 6. Geschossen. Wo genau bist du von hier aus gesehen? Die gerade Richtung 290. Da aus den Wolken kommt er. Yes! Hast du ihn? Mit einer Rolle evaded. Alles klar, so. Er hat mich aber immer noch im Lock. Oh, die mit. Scheiße, zweite Rakete. Und getroffen. Und so. Nochmal. Scheiß U27, ey. Die schießen halt einfach 6 R27, wenn es sein muss. Evaded, Splash, hab ihn. Verfickte Super 530, ich habe so viel später geschossen als du, ich bin so viel näher rangeflogen. Ich war lange in der sicheren Zone. Nee, nix weiter gerade. Okay, ist weg. Down, hab ihn. War so nah dran, wisst ihr? Die Super 530 trifft einfach nicht. Das war. Scheiße. Okay, da schießt sie gerade ins Wasser. Also meine Raketen haben echt grandios getroffen. Ja. Der zweite Magic hätte wahrscheinlich auch getroffen. Was hast du nochmal, was habe ich nochmal für Tarkan gesagt, haben die? 16. 16x? Okay. Das ist nicht angestellt. 10, 30 auf dem ILS. Wie schön, viel Spaß zu haben. Ich komme zurück, dann hol dir gleich eine neue und ich lande eben und ich kann nur starten. Hm? Ich bleib starten, alles gut. Bei Buttons sind frei. Ich beleg mir jetzt, glaube ich, schnell Buttons. Oder geht das eigentlich? Schnell Buttons für die Programme, ja, Decoy Release Programm sind. Habe ich mir schnell Buttons, dass ich da bei wichtigen 6 Chef in 2 Cycles ist 2 und ich brauche Flares. Ja, 2 und 4 nehme ich. Meine zweite Rakete los, kann ich besser fliegen. Ja, meine vierte Rakete. Das war echt komisch. Eigentlich treffen sollen. Aber wir sind haben die schön unterflogen, also die haben uns nicht sehen können. Ja, genial. Na gut, sie hätten uns sehen können, wenn sie ihr Radar richtig benutzen würden. Ja, ja. Wenn wir nur so fliegen würden, hätten wir sie auch nicht sehen können. Radar nicht das voll ausnutzen würden. Aber die Wahrscheinlichkeit in der Luft hoch oben vom Radar erfasst zu werden, ist wesentlich wahrscheinlicher als bei uns. Das ist richtig. Ich hab die schon auf dem RBR. Alter Schwede, wie schnell das TDC jetzt geworden ist, also der Cursor im Radar. Vom Radarbildschirm. Also ich finde das echt krass, schnell. Echt? Bei mir geht gut. Ich komme zurecht im Moment. Und manchmal ist es ganz schön hakelig, also so genau den richtigen. Weiß auch nicht. Da muss ich da mal gleich mal ein bisschen in den Einstellungen fitteln. Aber ich glaube, ich tue gar nichts, oder? Vielleicht das ist ja keine nicht. Achse. Nee, das stimmt schon, aber vielleicht Ausschlag oder sowas, also Slew kannst du ja auch bei der
Ja, bei der A10. Genau, bei der A10 ist es ja im Prinzip auch nur ein Richtungsbutton. Aber das ist ja also im Flugzeug drin. Ich weiß nicht, ob die das hier drin haben bei den Ja, Wagen, aber es ist ja ja. möglich. Der Porto-Server, der die Dinge jetzt ausmacht, sonst hätte ich jetzt mal gerade geguckt, was die ganzen Buttons sind. Die verbraucht echt keinen Sprit, die gute. Das ist so krass. So ein wunderschönes Flugzeug. Ich finde, was der fehlt, sind so ein paar Spiegel. So ein paar mehr, so eine Rundum-Spiegelsicht. Ja. Würde der noch ganz gut tun. Geht aber, also wenn du dich ein bisschen zur Seite neigst, kannst du eigentlich gut nach hinten gucken. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, das Platz, der nicht genutzt ist, ne? Aber jeder Spiegel kann dich auch blenden. In dem Programm 8 rein als zweites, habe ich 6 Flares. Ich glaube, 6 Flares ist besser als bloß. Naja, du kannst ja Also nicht. gleich so ein bisschen als Panic-Button, musst du einmal drücken, bum, 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 Ja, raus. gut, das stimmt schon. Ich habe jetzt ILS eingestellt und Tarkan. Eigentlich müsste er doch jetzt. Nee, er kennt die Landebahn nicht an. Fuck. U27 inbound, die hat mich aufgeschaltet. Was? Bist du schon im Final? Ja. Okay. Halt dich rechts, wenn es geht. Ich mache jetzt Takeoff. U27 abfahren. Der Typ ist definitiv zu nah am Airfield. Ich komme rein. Sogar ein bisschen sehr langsam. In der Luft. Alles klar. Holen dir. Los. Ah, sehr gut. Es sind zwei Su-27 wieder mal. In der 180-Meilen-Zone, wie es aussieht. Wow. Okay, da hat sich gerade eine F-15. Naja, okay, sie ist nicht geschafft. Erledigt. Ja, eigentlich schon. Ich habe gerade. Ich meine, da vorne ist das Ende der. Ja, das hätte aber auch wirklich sehen können. Schon wieder aufgeschaltet. Kann sie nicht mal sehen. Dann komm zurück. Das geht jetzt nicht. Nicht mehr aufgeschaltet. Weiß nicht, was wir denken. Mit ECM, ne? Kein Problem, mich aufzuschalten. Ich muss da mit der Mirage auf, Dodge 2-1, was weiß request ich, unter 20 Meilen ran, dass ich die dann kriege meistens.